Mein Schatz, so lautet der Titel einer Workshop-Reihe im Mansfeld-Museum Hettstedt, die sich an Kinder und Jugendliche richtete. Es ging um Sammeln, Zeichnen, Drucken, Modellieren, Staunen und Forschen. Am 24. November wurden die Ergebnisse im Rahmen einer Ausstellungseröffnung präsentiert. Künstlerisch betreut wurde das Projekt vom Kinderkunstforum e.V. Halle. Astrid Queck und Christian Wenzel von eben jener Einrichtung eröffneten natürlich auch die Ausstellung. Nachdem das passierte, sprachen wir kurz mit den beiden. Es ist die Ausstellung zu dem Projekt Mein Schatz mit Arbeiten von 130 Kindern hier aus der Region, von unterschiedlichen Einrichtungen und zum Teil auch privat gekommene Kinder sozusagen. Organisiert wurde das Ganze von der Stadt Hettstedt und dem Kinderkunstforum, die gemeinsam einen Antrag geschrieben haben bei dem Deutschen Museumsbund, der gerade das Programm Museum macht stark aufgelegt hat und wir innerhalb dieses Programms halt diese Idee hatten hier. Also wir haben uns von ganz vielen Seiten versucht, an das Thema Mein Schatz anzunähern mit den Kindern, also mit ganz vielen verschiedenen künstlerischen Mitteln, von Grafik bis Druckgrafik und skulpturalen Geschichten, also mit Ton und Gipsabdrücken, und das ist alles in der Ausstellung zu sehen. Die Ausstellung wird noch bis Anfang Februar zu sehen sein. Die Kinder waren extrem begeisterungsfähig, also die haben all die Dinge, die wir mitgebracht haben und vorgeschlagen haben, auf ihre ganz schöne Art und Weise eigentlich umgesetzt. Wir haben zum Beispiel auch noch Schmuck gemacht aus Elektroschrott, aus Draht, Steine bemalt, Steine gesammelt und archiviert, und es war schwer, die Kinder ins Museum zu bekommen, also einfach auch aus Gründen der Mobilität hier in der Gegend und sie auch langfristig ans Museum zu binden, aber sie waren da und es hat Spaß gemacht. Somit war Gelegenheit für die Anwesenden, die Ausstellungsstücke etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Wie erwähnt, wird die Ausstellung Mein Schatz bis Anfang Februar zu den Öffnungszeiten im Mansfeld-Museum Hettstedt zu sehen sein.